Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Heute wiederholen wir die Mission, die Stunde 0, denn wir haben letztes Mal sie auf Brutal abgeschlossen, aber nicht die Bonusziele erreicht und das wollen wir heute machen. Dazu müssen wir auf dem Schwierigkeitsgrad schwer 4 Brutstätten vernichten und am besten kein Gebäude verlieren. Das sind aber eigentlich zwei Ziele, die eher gegeneinander sprechen. Da müssen wir mal gucken, ob wir beides zusammen schaffen. Ich weiß gar nicht, ob man... Ja, ich glaube, man muss die Mission dann auch noch gewinnen, nachdem man das Bonusziel erreicht hat. Ich glaube, sonst reicht das nicht. So, wir spielen jetzt auf schwer. Das heißt, es ist nicht ganz so schwer. Auch wenn das jetzt eher kontraintuitiv klingt. So, wir wissen, hier kommt gleich der erste Push. Wir können uns auch hier schon mal den zweiten Bunker... So. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht erstmal tatsächlich mit Depots zu machen wollen, weil es ist ein bisschen einfacher, die Basen zu verlassen, ne? Andererseits ist natürlich da mit Bunkern in der Verteidigung... Ne, wir machen das mit drei Bunkern. Wir haben ja beim letzten Mal sind wir auch irgendwie rausgekommen. Das hat zwar mal ein bisschen nervig gedauert, aber... So, ich weiß gar nicht, ob auf schwer das genauso ist. Ja, aber offensichtlich schon. Da kommen sie! Durchladen und entsichern! Da kommt die erste Welle. Durchgeladen und entsichern! Aber sicher! Jetzt geht's los! So, wir brauchen auch gleich eben Gas. Jetzt kommt, glaube ich, gleich erstmal hier für oben der Einsatz. Geht klar, was wichtig ist? BBF einsatzbereit. An alle, die das hier hören ja. Können, wir sind an der Backwater Station eingeschlossen. Bitte helft uns. Wow, eigenerschreckt. Durchgeladen. Nicht genügend Mineralien. Ich kann es kaum noch erwarten. So. Ich dachte, unser letztes Stündlein hätte geschlagen. Upgrade durchgeführt. So, ich weiß nicht, wo die Brutstätten alle sind. Offensichtlich da oben, hier nicht. Sollen wir da jetzt direkt drauf gehen? Erstmal kommt hier offensichtlich die nächste Welle an. Aber auch was tatsächlich. Mehrere feindliche Flugeinheiten gesichtet. Ankunftszeit, verdammt nochmal jetzt. Versuchen das mit der Armee zu verteidigen. Flugeinheiten. Mit WWF spawnen. Da kommen wir. Gehen wir diesen Bunker hier beim Mann. Ja, und das müssen wir hier auch dringend nochmal die Bunker beim Mann. Hier liegen auch nochmal Ressourcen rum. Aber die Frage ist, ob es nicht am einfachsten wäre, das frühzeitig zu machen. Ich brauche viel zu wenig Worker, das ist nicht gut. So, wir probieren mal. Hier nicht durchkommen. So. Mayday, Mayday! Wir sind eingekesselt von den Zerg. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns!
Schickt ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Ja, ist doch schon lange da. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. Schlecht. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal nicht wieder beide Ziele schaffen. Und geil, währenddessen habe ich oben das verloren. Ja, das lief ja jetzt nicht so geil, weil ich oben nicht aufgepasst habe. Sie haben sich um uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Schickt ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. Bingo! Aye, aye, Sir. Immer mit der Ruhe. Das kommt noch erwarten. Worauf soll ich ballern, Sir? Befehle, Abmarschbereit! Kommt noch was? Ich... Kann kaum noch erwarten. Und du? Durchgeladen und entzündet. Nee, wir bräuchten lieber mehr davon. Wie stelle ich mich jetzt hier beim zweiten Mal fast dümmer an? Aber das liegt halt daran, dass ich nicht mich einfach darum kümmern kann, einfach defensiv zu stehen, sondern dass ich hier offensiv jetzt agieren muss. Warum sind die alle schon gar nicht mit auf dem Hotkey hier? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Geladen und entsichert. Ich kümmere mich drum. Die kauf ich mir. Oh, das sieht echt nicht so geil aus. Nee, das können wir so nicht machen. Das können wir so einfach nicht machen. Wie mache ich das denn? Durchgeladen und entsichert. Nein. Nein. Komm doch, kann's kaum noch erwarten. Abmarschbereit. Also wichtig wäre, dass wir deutlich mehr Einheiten erstmal bauen. Ich glaube, wir sollten uns erst noch ein bisschen mehr aufbauen und das gleich erst als Angriff durchführen. Wir haben uns herum eingegraben. Wenn jemand in der Nähe ist, bitte helft uns. Schickt ein paar WBFs, um die Bunker zu reparieren. Mann, tut das gut, euch zu sehen. Wartet, wir kommen mit euch. Nur zu. Schlechte Neuigkeiten? Darf mich auch nicht eigentlich so oft zu Play blocken lassen. Nein. Ja, sind ja gleich da. Wir bräuchten trotzdem jetzt auch mal ein paar WBFs, die sich hier quasi abstellen. Der kann ich nicht bauen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So. Ich würde halt auch gerne die Bunker oben verkaufen, aber ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir es vielleicht sogar schaffen, ohne, also beides auf einmal zu schaffen. Aber wahrscheinlich sollte ich diese Hoffnung aufgeben und einfach das nacheinander abhandeln. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, ich denke, bei 10 Minuten werden wir den Push setzen. Dann sollten wir eigentlich einen Trupp haben, der das akzeptabel bestreiten kann, so meine Hoffnung. Nicht genügend Mineralien. Nicht wir haben jetzt eigentlich ganz gut WBFs. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich ganz gut hier gleich Feuerkraft haben. Abmarschbereit.
kann's kaum noch erwarten. Nicht genügend. Warum ist hier kein Reaktor? Ne? Nicht genügend Mineralien. Okay. Nicht genügend Mineralien. So, wie gesagt, bei 10 Minuten würde ich sagen, ist unser Fenster offen. Nicht genügend Mineralien. Nur zu. Und dann pushen wir da hoch. Wie erfolgreich das wird, sehen wir dann. Wir werden diese Stelle quasi da vakant lassen. Also mit diesen drei Bunkern. In der Hoffnung, dass drei Bunker da reichen. Aber müsste eigentlich. Die haben auch erst ganz schön spät den vierten Bunker gebaut in der Brutalmission. Und wir sind jetzt auf schwer. So. Aber ich denke, jetzt ist dann, wie gesagt, gleich der Zeitpunkt gekommen. Einmal noch dieser Luftangriff, der abzuwehren ist. So, und dann sagen wir jetzt Folgendes. Rein da. Geh nicht, bitte. Ist das nervig. Nein, ich möchte jetzt bitte diesen... So. Und der Rest darf hier rein. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist hier unten, wahrscheinlich ist hier unten auch noch eine Welt. Ja, ich höre euch. Alter, ist das viel. Aber hier, wir sollen doch nur 4 Hatcheries töten. Hier stehen ja allein schon 3. Das heißt, wenn wir gleich noch auf die da oben zurennen, sollte das Ziel erfüllt sein. Und wir können gleich eigentlich wieder eine neue Welle hochschicken. Ah, jetzt haben wir ganz schön Schuld verloren. Ist aber egal, wir kümmern uns um die Mission nacheinander und schaffen das noch nicht. So, hier gibt es nicht noch eine... Hatch, ne? So. Jetzt geht das Spiel hier wieder los. Ist das dumm, da zu reparieren? So. Ein bisschen.
bisschen länger durchhalten. So, damit haben wir Angriff ist die beste Verteidigung geschafft. Das heißt, wir könnten uns eigentlich jetzt zurückziehen. Nehmen wir die fünfte auch noch. So, den Rest lassen wir da stehen. So, wie gesagt, das andere Achievement kriegen wir leider nicht. Weil wir oben den Turret verloren haben, aber man kann nicht alles haben. Also kann man schon, aber... Das gleiche Spiel hier rückwärts. Okay, gut, jetzt müssen wir eben nur noch die 3 Minuten aushalten. Das sollte nicht allzu schwer werden. Und dann müssen wir den ganzen Spaß nochmal machen für das andere Ding. Aber ich habe mich ja jetzt committed, dass ich die Achievements machen möchte. Zumindest bis aufs Weitere. Wenn ich irgendwann komplett scheitere an irgendwas, will ich das vielleicht mal nicht machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich an dieser Stelle mal, wenn ich dran denke, das ist nicht unbedingt gesagt, dass ich an dieser Stelle ein bisschen vorspule. Okay, und damit haben wir es geschafft, das zweite Achievement zu holen. Das dritte müssen wir auch noch holen. Das wären jetzt nochmal 20 Minuten. Ich habe mich aber dazu entschlossen, das machen wir jetzt zwar. Ich schneide das aber hier noch hinten dran an diese Folge. Und werde das wahrscheinlich auch ein bisschen beschleunigt oder gecuttet oder sowas machen. Ich habe überlegt, ob ich das wirklich offscreen mache. Das wäre halt die andere Möglichkeit gewesen. Auch jetzt nicht die schlechteste. Aber irgendwie will man das ja dann doch dokumentieren, ne? Guck mal, auf normal, kriegt man hier sogar noch so Tipps. Sehr süß. So. Wir spielen aber schon auf schneller, ne? Ja. Okay. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht so viel kommentieren. Und das hier ein bisschen beschleunigt abspielen dadurch. So, das ist jetzt, glaube ich, die erste kritische Stelle, wo ich mal wieder hier drauf cutte. Weil die Flugeinheiten haben uns öfter schon mal was gekostet. Jetzt haben wir hier schon direkt BBFs aufgestellt. Aber es sind auch echt wenige auf diesem Schwierigkeitsgrad. Okay, das war also der erste Luftangriff. Wir wissen, gleich kommt nochmal ein Angriff da oben mit Lufteinheiten. Da werde ich mich auch schon mal hinstellen. Und ja, dann werde ich jetzt wahrscheinlich wieder cutten. Auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, vielleicht kommt der Angriff hier oben auch gar nicht. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Möglich ist das. Okay, es gibt offensichtlich keine Angriffe durch irgendwelche Einheiten, die hier reingeportet werden. Was die Sache jetzt echt nicht so schwer macht dann. Was mich wundert, ist, dass hier diese Bonusziele nicht automatisch immer diese Achievement-Punkte sind. Ich dachte, dass zumindest wenn es so ein Bonusziel gibt, dass das zumindest dann dabei ist. Aber offensichtlich nicht. Naja, aber es war jetzt ziemlich easy, wenn ich jetzt nicht aus Versehen irgendwo was verloren habe, ohne dass ich... Nein, offensichtlich nicht. Damit haben wir das Achievement erreicht. Wir sind auch ein Meister von Masada, weil wir, glaube ich, alle Belohnungen da quasi geschafft haben. So ist das doch schön. Dann können wir jetzt einmal auf Fortfahren drücken, gucken, ob hier noch eine Cutscene kommt. Ich glaube, ja. Kolonie Masada. 6.21 Uhr Ortszeit. Weil wir ja jetzt auf der Hyperion sind. Das war ziemlich knapp, Matt. Hab sie noch nie im Stich gelassen, Sir. Schon gut. Jetzt bring uns endlich hier raus. Alle Geschütze nach vorne ausrichten. Voller Schub auf die Triebwerke. Bereit machen für Warpsprung auf mein Kommando. Jetzt!
Wer war das? Jahrelang waren die Zerg verschwunden. Warum greifen sie jetzt Massara an? Und nicht nur Massara. Sehen Sie sich das an. Kam es zu einem hochgelegten Angriff der Zerg. Tod und Verwüstung auf allen Grenzwelten erlitten hohe Verluste. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden. Vor wenigen Minuten griffen die Zerg ein Militärforschungszentrum der Liga an. Ich will verdammt sein. Neue exklusive Bilder belegten, dass die Königin der Klingen in der Tat den Schwarm anfühlt. Wir wussten, sie taucht wieder auf. Aber was hat sie vor? Sie will es zu Ende bringen. Brücke der Hyperion, 14 Minuten später. Niemand weiß, was die Zerg uns dieses Mal entgegensetzen werden. Sir, wir müssen sicher gehen, dass unsere Ausrüstung und unser Munitionsvorrat der Herausforderung gewachsen sind. Absolut. Ich schau mal bei Swan im Arsenal vorbei. Wie ich ihn kenne, hat er schon ein paar Upgrades für uns. Ich frage nicht gerne, Sir. Aber gibt es einen Grund, weshalb sich dieser Sträfling noch immer auf meiner Brücke befindet? Hey, immer mit der Ruhe, Matt. Tychus ist einer meiner ältesten Freunde. Er hat mir vor ein paar Jahren aus einer echt brenzligen Situation geholfen. Ich schulde ihm was. Nun ja, dein Freund hat eine Vorstrafenliste so lang wie... Meine? Glaub mir, wenn Tychus Findlay mich tot sehen wollte, dann wäre ich es schon längst. Verstanden, Sir. Okay, und damit sind wir auf der Hyperion angekommen und können uns hier frei bewegen. Naja, noch nicht so richtig frei, wir können nur zum Arsenal und hier auf die Brücke. Das werden wir aber im nächsten Mal erst näher auskundschaften, was das so für Möglichkeiten gibt. Das war's jetzt erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die Folge klicken, unten rechts an das Projekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss!